Der Kospudener See. Ein Ort des Friedens, ein Ort von Freizeit und ein Ort der Natur. Geliebt von den Einheimischen und beliebt bei den Fremden. Doch hinter all der Einigkeit über die Schönheit von Wasser und Luft verbirgt sich etwas Mysteriöses. Etwas stimmt nicht. Der Wind fehlt. Er bewegt sich schon fast rückwärts. So eine Scheiße. Doch auch die Natur leidet. Zwischen den letzten, den Boden wie ein grünes Fell überziehenden Pflanzen verbreitet sich die braune Pest. Blätter sterben. Bäume wirken wie nach einer schlechten Kahlrasur vom Friseur. Man fühlt sich in die Zeit nach dem Urknall zurückversetzt. Damals war auch alles Kacke. Wie in einer Toilette. Aber da ist ja auch Urin. Egal. Gelangt man zum Strand, fallen einem wie Wolkenkratzer den Himmel zerschneidende Katamaranmasten auf, die den angeblichen Wassersportstrand in ein düsteres Licht der Einsamkeit drücken. Doch was ist das? Mir fällt ein an Kaiter Sexualokkultik erinnerndes Symbol auf und meine Alarmglocken beginnen zu läuten. In Kombination mit den komischen Figuren deutet alles auf das Schlimmste hin. Mit geschärften Sinnen untersuche ich den Ursprung des Lebens. Das Wasser. Bei vierfacher Verlangsamung fällt nichts weiter auf, lediglich einige sich im Dezimalbereich befindliche Querveränderungen der Somenstruktur. Doch dann, bei achtfacher Verlangsamung sehe ich es. Es müssen sich Kleinstlebewesen aus dem Sibu-Centaur-Kontinuum im Wasser befinden. Das wäre das Ende. Direkt neben meiner Untersuchungsstätte blickt ein stählerner Zaun mit eiserner Gleichgültigkeit auf mich hinab. Ein verlassenes Gebäude, angeblich ein Ort des Windsurfens. Ich frage nach. Guten Tag. Hallo. Ist da jemand? Hallo, guten Tag. Ich würde gerne einmal mit dem Abstellen. Oh, machen Sie sich fort, jo. Sie erschrecken die Jungtiere. Abstand. Hier ist definitiv was im Gange. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Die aus den härtesten Elementen geschmiedete Absperrung lässt das Schlimmste vermuten. Handelt es sich um eine Zuchtanlage? Die verlassene Tauchereinstiegsstelle bestätigt den Verdacht. Herumliegende Gasflaschen könnten als Nahrungsbehälter dienen. Und als dieses Plastikobjekt in meine Augen stach, da wurde alles klar. Hier wird die weltgefährdende Kumultenquante gezüchtet. Eine von teufelsanbetenden Kitern gezüchtete Variation der gemeinen Ente. Sie entsteht durch sexuellen Kontakt von Kitesurfern mit dem Anus der Ente. Sich ausschließlich von Exkrementen der Windsurfer ernährend, stellt sie die heutzutage wohl größte Gefahr für das Stehsegeln dar. Doch hinter all der Dramatik verbirgt sich ein Drama. Die von den Vergewaltigerenten ausgeschiedenen Köttel verfärben den umliegenden, eigentlich nahrhaften Boden in ein trübes Braunrot. Der Boden entwickelt Gase und die übertragen sich auf die Natur, welche letztlich ihre regulären biochemischen Prozesse aussetzt und für eine Ödnis sorgt. Verlassene Restaurants. Eine letzte Erinnerung an die Freiheit. Ein Biergarten ohne Bier. An einem kahlgeschlagenen Baum hängen die Erinnerungen an eine Spezies, die fast gänzliche Ende gefunden hat. Danke Merkel. Danke Kaiter. Da kommen Fragen auf. Wer trägt da diese Flaschen? Investieren große Immobilienunternehmen in die Verschwörung? Und ist der Sex mit Enten eigentlich wirklich so geil? Also ich frage für ein Schulprojekt. Sind die Katamaranmasten eigentlich Sendemasten und alle Kaiter Satanisten? Ist selbst der VDWS involviert? Ich rufe an. Und ich höre Asitoni mit Entenfuck im Hintergrund. Stehen wir vor dem Ende oder ist einfach nur Winter? Man weiß es nicht. So Leute, ich hoffe, diese kleine Verschwörungstheorie hat euch gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall ordentlich Mühe gegeben und es würde mich mega freuen, wenn ihr das Ganze appreciated und mir einen Daumen nach oben gebt und kommentiert. Und ihr könnt mir auch mal eure persönliche Theorie dazu aufschreiben, warum ihr denkt, dass der Wind hier nicht da ist. Und was ihr von der ganzen Kaiter-Okkultik haltet, man weiß ja nie.